Rossi, der hat sogar von den Fabriken gesprochen im Interview. Und da ist der erste Treffer des Tages. Der SV Rasensport gegen die TSG Gütersloh steht 1:0 in Führung. Sicher verwandelt von Philipp Lammers Sturmtank bei Rasmus. Der auch jetzt diese schießen kann. So, Lennart ist Beauftragter der TSG. Erster am Start. Ja, für die Greteschau fängt an Gianluca Tegmann. Anderen Ball. Ball tauschen. Ja, Ball muss getauscht werden, sagt. Den Ball tauschen, den Hygienebeauftragter hier. Jede Mannschaft hat hier anscheinend ihren eigenen Ball. Oh, das ist aber neu. Das war bei Bezirkspokal nicht der Fall. Aber dann bräuchte man theoretisch auch 16 Bälle, ne? Oder 8. Oder jeder Spieler bringt seinen eigenen Ball. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Die Stadt ist aber viel akribischer. Ein bisschen Unruhe vor diesem Schuss. In die gleiche Ecke. Da lässt sich der Kollege Tegmann aber gar nicht von hinten einigen. 1:1. Hast du gut erkannt. Wir schicken an dieser Stelle Grüße ins Vereinsheim des SV Rasensport, wo sich Unterstützer des Teams, also Spieler, die heute nicht zum Schuss kommen, und Spieler des zweiten Mannschaft, der zweiten Mannschaft und weitere des Vereins versammelt haben. Und jetzt verfolgen, wie Felix Gehlhut souverän bleibt und verwandelt 2:1 für den SV Rasensport hier in diesem ersten Viertelfinale. Alles noch in der Reihe, 3 Schützen, 3 Treffer. Das kommt nicht immer vor. Sommer, der nächste Schütze der TSG Lukretisch. Besser kann ich nicht schießen. Fein verwandelt. Bester Mann im richtigen Eck, dennoch chancelos. Und damit 2:2. Schützen. Komm Bruno, machst du! Weiter Anlauf. Ja, oh, hey. Ja. Letzte Mal auch hier die Ecke. Und ist jetzt dran. Damit alles wieder in der Reihe. 4 Schützen pro Team absolviert. Spielstand 3:3. Zwei starke Paraden der beiden Torhüter. Leon Möhne und Marco Essam. 5. Schütze der SV Rasensport. Wir sind schon im satten Death-Modus. Immer dann, wenn jetzt einer verschießt und einer trifft, ist die Nummer hier durch. Nico Willmann.
Latte. Das Risiko ist halt immer da, wenn man hochschießt. An dieser Stelle war er ein bisschen zu hoch. Und damit kann Dennis und Kalki jetzt alles klar machen für die Bildschirm. Und den Bildschirm verfolgen, würde ich sagen, aus dem Wettbewerb kicken. Rede im Halbfinale war, unbedingt zu erwarten, Michaels Gast jetzt auf dem Fuß. Aber bis dann hält. Oh, aber da gibt es eine Wiederholung. Angeblich hat sich Westermann zu früh bewegt. Erstes Eingreifen des Schiedsrichtergespanns hier. Haben wir auch im Bezirk gar nicht gesehen, dass hier so drauf geachtet worden ist. Somit eine deutliche Chance für Gretisch, das hier klar zu machen. Und sieht jetzt die gelbe Karte, weil er sich angeblich erneut zu sehr bewegt hat. Jetzt wird das Ganze ein bisschen zu viel. Alle, die das Video betrachten, können vielleicht mal nochmal gucken. Also ich habe jetzt beim zweiten Schuss nicht unbedingt gesehen, dass ich da jemals sehr, sehr viel von der Linie gelöst habe. Ja! Und naja, der drin. Ja, der war hinten an der Stange. Wieder war Westermann dran. Aber diesmal wird das Ganze durchgewunken. Der war hinten an der Torstange und nicht am Pfosten.